Kurz nach 19 Uhr Ortszeit, Florida immer noch 14 Grad. Die Bedingungen sind schon mal top für dieses Testspiel der Frankfurter gegen den FC Sao Paulo. Ganz herzlich willkommen dazu. Warten wir es mal ab. Spannend wär's. Oh, Fehler, muss Elfmeter geben. Ja, muss Elfmeter geben für Eintracht Frankfurt. Andrew Musashi hat das richtig gesehen. Foul an Jethro Willems, der vom FC Newcastle umworben sein soll. Von Newcastle United. Volpi. Dann hier der technische Fehler von Bruno Perez. Vom so erfahrenen Mann. Erst der technische Schnitzer und dann auch noch das ungestüme Foul. 1-0 Frankfurt, Ante Rebic. Schnell ging's. War vom Start weg zu spüren, dass die Frankfurter Lust haben, im Tritt sind. Und der FC Sao Paulo, ich weiß nicht, völlig unkonzentriert reingegangen ist in dieses Spiel. Mit voller Überzeugung. Ante Rebic, der gefehlt gegen die Bayern. Gute Idee. Rigota verpasst den Ball, jetzt muss wieder Elfmeter geben, oder? Ich meine, da war ein Foul. Noch der Abschluss von De Guzman. Aber schauen wir da auf Da Costa. Ja, läuft auch dann selbst auf. Aber der trifft ihn schon unten. 1-0 steht es für Eintracht Frankfurt beim ersten Spiel des Florida Cups. Durch das Tor in der 9. Minute von Ante Rebic. Elfmeter verwandelt. Melden uns gleich wieder hier live auf der Zone mit der zweiten Hälfte aus St. Petersburg. Tabata hat viel Platz. Beide Stürmer in der Mitte! Haha, leer! Der Typ ist eine Waffe. Gute, scharfe Flanke. Hat dann nur die Möglichkeit, so an den Ball zu kommen, mit diesem eingesprungenen Ball. Das macht er noch richtig gut, trifft ihn auch noch gut. Auch in der Europa League richtig überzeugt. 3 Tore, 3 Vorlagen. Oh, ein bisschen nachlässig da. Gibt die Möglichkeit für die Brasilianer. Nene mit dem Ausgleich. Da waren sie selbst schuld, die Frankfurter. Renault ist geschlagen nach 10 Minuten im zweiten Durchgang. Es trifft der Allstar, René Nene, 37 Jahre alt. Aber dieser Ballverlust zuvor im Mittelfeld, der wird Adi Hütter fuchsen. Auch wenn das Ergebnis hier natürlich nicht an oberster Stelle steht. Aber das mag kein Trainer sehen. Die haben was. Das ist Rigota. Und dann spielen sie es fein. Dieser Rückpass hier ist gut. Und einer wie Nene hat die Übersicht und das Füßchen, um den reinzulegen. Aber was war das von Rigota? Das darf nicht passieren, auch nicht im Testspiel. Ja, das ist ein klassisches Modell. Verlängerung. Aller auf Jovic. Da laufen zwei mit. Und das ist ein Eigentor. Eigentor Sao Paulo. Da links haben wir einen Trainer gesehen. Jardin. 2-1 für die Frankfurter nach dem Vorstoß von Jovic. Kein Gefühlsausbruch jetzt bei Adi Hütter. Da freuen sich viele
Kroatische Fans. Aber ich glaube, nicht mal bei bestem Willen kann man das Tor dem Frankfurter geben. Es ist ein Flankenversuch. Er setzt sich super durch, keine Frage. Der Haken ist auch gut. Dann ist es sehr unglücklich, Torhüter Jean. Und der junge Rechtsverteidiger Igor Vinicius in Zusammenarbeit mit dem Eigentor. Aber hat man schon gesehen, dieses Zusammenspiel Alea und Jovic ist einfach erstklassig. Machen sich nochmal die Frankfurter Fans bemerkbar. Fehlpass. Oh, guter Doppelpass! Und Renault. Und Nene. Renault kann sich mal auszeichnen. Hier der Heber und die Ablage. Richtig fein mit dem ersten Kontakt. Aber ist schnell unten, ist schnell da. Das war ein guter Ball hier. Und das muss nochmal Elfmeter geben. Gibt's nicht. Das Spiel läuft. Das Spiel läuft, Freunde. Da haben wir sie. Und da war gar kein Ball im Spiel. Und das ist sowas von Elfmeter. Schiedsrichterthema haben wir abgehandelt, glaube ich. Da nochmal die Chance. Aufs dritte Tor. Für Luka Jovic. Eintracht Frankfurt gewinnt Spiel 1 beim Florida Cup gegen Sao Paulo. Marco Rus und Co. können einen Sieg verbuchen. Was kann Frankfurt mitnehmen? Erste Hälfte hat mir gut gefallen. Im zweiten Durchgang war es ein bisschen durcheinander hier und da auch. Ob der Bedingungen außenrum. Das soll es gewesen sein. Von meiner Stelle wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut hier bei uns auf der Zone. Ciao, ciao. Da sehen wir uns.